Hallo, in diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr die Audiopegelanzeige, die ja ganz klein zu sehen ist, viel größer macht und sogar mit der Dezibelanzeige sehen könnt. Wir sind in Final Cut Pro 10, 4, 6. Hier haben wir unsere Audiopegelanzeige, ganz nett, wenn wir das abspielen. Perfekt, können wir sehen. Gut, egal jetzt. Ja, können wir sehen, ein bisschen justieren, aber so wirklich genau, wo wir da liegen, sehen wir ja gar nicht. Was können wir machen? Ganz einfach. Wir gehen auf Fenster, im Arbeitsbereich Anzeigen und dort gibt es Audiopegel. Oder mit der Tastenbelegung Command, Hochstell, Großschreibtaste und 8. Drücken wir das, passiert Folgendes. Hier erscheint unsere Audiopegelanzeige, links, rechts. Wenn wir ein Surround-Projekt haben, dann alle 6 Spuren. Und dann können wir hier viel besser sehen, wo wir liegen und wie unser Pegel ist. Ja, so einfach geht das mit der Audiopegelanzeige. Ich wünsche euch viel Spaß, bis zum nächsten Video.